Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Ja, und ich habe mich für diesen Kran heute entschieden, den habe ich vorher noch nicht gespielt. Aber ich habe ein bisschen überlegt gehabt. Und zwar ist normalerweise, wenn man sich so den Kran anschaut, vielleicht die Idee, dass man die Marke zuerst greift, dass man dann an die hier dran kommt. Aber ich habe irgendwie die Befürchtung, weil die ja hier in der Luft schwebt, dass wenn man hier versucht, sie zu greifen, dass sie einem runterrutschen kann und dass man halt nichts greift. Deswegen würde ich gerne versuchen wollen, dass ich vielleicht hier so reingreife, dass ich dabei sie so ein bisschen nach unten drücke, sie wird nach rechts geschoben und dass man dann sie dann hier so greifen könnte. Das wäre so die Idee. Vielleicht stupst sie ja vorher noch die mit an, dann fällt die auch mit runter. Und dann hoffen wir einfach mal, dass es klappt. Na, nicht zu weit. Na, okay, sieht gut aus. Wobei er den eigentlich hätte unbedingt greifen müssen. Hoffentlich fällt er gleich mit runter. Okay, alles klar. So, und jetzt ist natürlich das doppelt gut. Weil dadurch, dass die zwei hier umgefallen sind, könnte ich sogar versuchen, die hier direkt zu greifen, gell? Das wäre sogar auch noch eine interessante Idee. Wisst ihr was, das mache ich einfach. Wenn es nicht klappt, dann habe ich noch eine Runde dafür. Aber die ist halt die... Was mache ich denn hier? Viel zu früh losgelassen. Lauter quatschen. Das war dumm. Aber vielleicht hält das hier trotzdem fest. Bitte, bitte. Okay, gut, dass die Form so gut ist von den Krähen, aber das war jetzt wirklich sehr dämlich. Vor lauter Quatschen, ich sollte nicht quatschen, während ich greife, gell? Was ich sagen wollte, ist, wenn ich sie nicht bekommen hätte bekommen sollen, dann, wenn ich es bekommen hätte, so rum, dann hätte ich noch eine Runde gehabt, um es nochmal zu versuchen, das war so der Gedanke. Aber das ist halt für mich persönlich die schwierigere Marke da drin gewesen. Es war halt auf jeden Fall praktisch, dass sie halt nach rechts umgefallen ist, weil normalerweise ging ich eher davon aus, dass sie gerade liegen bleibt und die vielleicht dann hier so im Weg liegt, wenn man sie so greifen will, aber... Es scheint wohl an sich ein relativ einfacher Kran zu sein, den ich irgendwie nie wirklich gespielt habe, keine Ahnung. Aber gut, da gehen wir auf jeden Fall nochmal ins Training. Hier ist heute Trainingskranspiel, viel Spaß beim Üben. Einer von diesen wenigen Kränen, vor denen ich richtig Angst habe, weil man die normalerweise dann doch wohl eher in 4 bis 5 Runden spielen soll, meistens eher in 5. Dass wenn ich jetzt hier die Bombe reinwerfe, dass halt hier immer die Marken einzeln runterfallen und die halt erstmal nach rechts kommen muss. Wenn ich hier reinwerfe, hier die überhaupt rüberfällt, weil es kann sein, dass sie nur dagegen stößt und dann da liegen bleibt. Aber was bleibt uns anderes übrig, als genau dies zu tun? Damit wir halt zumindest hier einen Anfang haben. Oder sie kommt doch rüber, alles klar. Und natürlich ist dann jetzt so die Überlegung, wo wirft man denn am besten jetzt rein? Also es gibt hier und hier die Möglichkeit, sage ich mal persönlich. Wenn ich hier reinwerfe, kann es sein, dass die hier wieder zurückspringt. Wenn ich aber hier reinwerfe, kann es sein, dass sie hier nur dagegen stößt. Die stößt dann ganz leicht hier dagegen und dann passiert gar nichts. Aber da es Training ist und ja, ich keine Ahnung habe, probieren wir es einfach trotzdem mal aus hier hinten. Na, seht ihr, das ist das, was ich meine. So ganz knapp wäre die halt jetzt rübergekommen, aber ihr seht es halt selbst. Na, nein. Oh, das war jetzt dumm. War jetzt auch ein Risiko von mir. Ich wollte eigentlich so, dass die Bombe hier anstößt und dann hier wieder zurückrutscht. Aber ihr habt es gerade gesehen, das war ein bisschen suboptimal. Aber ihr seht auch, warum ich diese Art von Krähen nicht unbedingt mag. Dann machen wir es halt mal so, dass zumindest noch eine Marke runterrutscht, alles klar. Also man muss schon wirklich perfekte Würfe drauf haben, damit man das Ganze in 4 Runden schafft. Ansonsten wird es eher nichts. Und dadurch, dass ich jetzt eh nur noch eine kriege, mache ich noch mal in die Mitte. Alles klar. Ich glaube, mit viel Schwung könnte man die trotzdem dann irgendwie dazu bringen, dass sie dann vielleicht mit rechts rutscht. Vielleicht hat man sogar die Möglichkeit, irgendwie mit Glück, ihr wisst ja Bombenkräne, dass dann vielleicht eine Marke mehr rüberspringt. Aber ja, ansonsten bin ich eigentlich, obwohl der Kran halt so aufgebaut ist, wie er aufgebaut ist, doch relativ zufrieden, weil ich ging auch nicht davon aus, dass ich ihn überhaupt kompetiere. Und da war halt jetzt ein Wurf jetzt nicht so toll und da bin ich trotzdem zufrieden. So, dann einfach die Marke greifen und hoffentlich beenden. Ich meine, von der Form her müsste sie eigentlich klappen. Ich meine, wenn er die fallen lässt, dann habe ich auch keine Ahnung. Ich bin nur ganz ehrlich, ich wünschte, wir hätten noch mehr solcher Kräne, weil die sind wirklich so diese Art von Kran, wo man sagen kann, gut, Standard. Wo man nicht unbedingt ewig buddeln muss, bis man die Marke hinten bekommt. Aber ja, das waren halt so die Anfänge bei dem Spiel. Später wurde es halt immer schwieriger, damit man halt auch ein bisschen noch Geld reinkriegt, sage ich mal. Für die Leute, die ungeduldig sind und das auch unbedingt jetzt am heutigen Tag alles komplettieren wollen. Ihr kennt es ja. Aber ihr wisst ja auch, dass ich so nicht spiele. Habe ich nie, werde ich nie. Auch selbst zur 1000. Folge werde ich kein Geld reinhauen in das Game. Und ich denke mal, dass ich mit meinen Folgen wohl mehr als offensichtlich gezeigt habe, dass es auch ohne Geld geht. Wenn auch immer natürlich ein bisschen, man ärgert sich, man hat Glück, ihr wisst ja, wie es ist. So, dann gehen wir auf jeden Fall nochmal in die Sammlung und gucken uns diese Unlicht-Baum-Pokémon an. Keine Ahnung, Pumpkin und Tronborg heißt der, glaube ich, hier, der Baum. Irgendwie so. So, hier, Sammlung, genau.
So, und da haben wir ihn. Sehr simpel, aber ja, ist halt bei jedem Pokémon-Kran so, dass man halt ja im Hintergrund einfach nur denselben Hintergrund hat und dann einfach nur die 4 Mark oder 5, je nachdem wie viel drin sind. Und ich bin vor allem immer wieder überrascht, obwohl wir eigentlich schon so viele Kräne komplett haben, dass wir dann trotzdem immer mal wieder ein, zwei Kräne finden, die dann wirklich einfach zu machen sind. Wie der hier halt jetzt zum Beispiel. Und ja, dann hoffe ich, hat der Papi dir gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badger Arcade Training sehen wollt oder auf meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir sehr gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Also da ist immer so eine Sache, wo man die Bombe jetzt am besten hinwirft. Ich glaube, die ersten zwei Würfe waren gut. Aber danach waren halt Risikowürfe dabei und dann war es halt nicht mehr so gut. Ihr wisst ja, wie es ist. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.